Academy. Wir sind hier auf dem Stand von Bosch Siemens Hausgeräte und schauen uns das Thema Smart Home Regeln Automatisierung an. Und hier gibt es einen coolen Showcase, eine Demo. Da kann ich hier einmal sagen, Stopp. Und jetzt kommt hier ein Geschirrspüler, wirklich. Und die Story hierhinter ist die, also ich kann einen Geschirrspüler so programmieren, dass wenn er fertig ist, ich eine Benachrichtigung bekomme. Und zwar als Notification, als Push-Notification auf dem Telefon. Wenn ich jetzt wieder das nächste Mal hier den Jackpot starte, haben wir die Waschmaschine gewonnen. Nein, wir haben keine Waschmaschine gewonnen, das habe ich erst gedacht, als ich das gesehen habe. Geht ja einfach nur um das Story zu erzählen. Die Waschmaschine, wenn der Kondensatbehälter voll ist, bekomme ich auch wieder eine Benachrichtigung. Das nächste Beispiel, hier ist noch mehr drin. Wir haben es schon gesehen, die Kaffeemaschine ist nochmal hier. Der Herd ist fertig und die Philips Hue leuchtet blau. Das ist doch mal was anderes, nicht immer nur Push-Nachrichten, das kann eigentlich jeder. Die Nummer 3 oder 4 ist... Ups, geht da gar nichts. Nochmal die Waschmaschine. Auch hier habe ich die Möglichkeit, die Waschmaschine, dass mir mit einem Lichtsignal Bescheid geben kann, dass die Wäsche fertig ist und rausgenommen werden kann in den Trockner. Und so weiter. Es gibt derlei ganz viele Möglichkeiten und Optionen, wie man eben mit Regeln und Empfehlungen und Rezepten die Hausgeräte, die Fertigmeldungen, die Probleme, die Alarmmeldungen einfach weitergeben kann. Und zwar nicht nur einfach aufs Handy als Push-Nachricht, sondern auch auf irgendwie Alltagsgegenstände. Das können zum Beispiel beim Magenta Smart Home System Lautsprecher sein von Sonos oder von Bose oder eben die verschiedenen farbigen Lampenmöglichkeiten, die wir haben. Allen voran natürlich die Philips Hue auf Osram-Leuchten, bei Smart Home auch die IKEA Threadfree und die eigenen Deck-LED-Lampen. Alles das kann farbig eingeschaltet werden, blinken, tun und machen und uns Nutzer darauf hinweisen, dass ein Hausgerät eine Bedienung ermöglicht, dass es fertig ist, dass man weitermachen kann mit dem Waschen oder Reinigen oder Kuchen backen und ähnlichen Dingen. Und das wird hier bei Bosch Siemens einfach hervorragend dargestellt. Ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Links gibt es unter dem Video, wie immer. Und damit viel Spaß im vernetzten Zuhause.